Ich hoffe, ihr nehmt mir meine Entscheidung nicht übel. Bruder, ein Glück. Kommt näher, es muss ja nicht jeder hören, nicht wahr? Doch, ich... Hört mal, hättet ihr... Also, wollt ihr mir vielleicht bei einer Sache... tja... Sprich dich aus. Was willst du, Irrer? Nee. Hätt's aber gern. Wunderbar. Genau das meinte ich doch. Tatsächlich. Tja, ja. Also es geht um... Nun ja, um Wildschweine. Wildschweine. Du wisst schon, diese Tiere mit den Hauern, nicht wahr? Ja, ich bin ein Asterix- und Obelix-Leser. Da hier gleich in der Nähe. Unmittelbar hinter diesen Wänden. Stellt euch das nur vor. Und es scharrt. Ja, ja, genau. Es scharrt jede Nacht im Boden. Wirklich jede Nacht. Auf jeden Fall lässt mich dieses Gescharre nicht einschlafen. Stellt euch vor, ich habe nicht mehr geschlafen seit... Ach, was weiß ich seit wann? Das Wildschwein, versteht ihr? Das Wildschwein muss sterben, seht ihr? Das Wildschwein muss sterben. Und zwar heute. Heute muss es tot sein. Ganz tot. Mausetot. Okay. Wir beide werden es erlegen. Ja, ja, ich komme mit euch. Ihr braucht also keine Angst zu haben, nicht wahr? Das erleichtert euch sicher. Oh, ich bin ja so erleichtert. Kann ich das Wildschwein töten? Ich gebe euch auch zwei erstklassige Heiltränke, wenn ihr mit mir, also wenn ihr mir helft, meine ich. Zwei Heiltränke. Na gut. Dafür, dass wir nur ein Wildschwein erlegen müssen... ja, na gut. Ich mach mit. Oh, ganz toll. Ehrlich. Na dann, also gehen wir los, ja? Das Wildschwein ist irgendwo hinter der Abtei. Wir werden es schon finden, denke ich, nicht wahr? Ja. Geht ruhig vor. Und ihr braucht keine Angst zu haben vor dem Wildschwein. Wirklich nicht. Ich bin ja direkt hinter euch. Denkt dran. Okay. Gut. Und geölte Leinenschuhe. Seh mich erstmal hier ein bisschen um. Weil... Das haben wir schon so lange gebraucht, hierher zu kommen, da kann ich mich doch ruhig mal hier umsehen. Die Worte Avensins. Alles so, na gut, das geht. Ich nehm's mit. Irgendwann später werde ich auch mal ein ein Genesungstrank, sehr schön. Na gut, werde ich einfach mal mir eine Folge... Ach, ja, das werde ich. Irgendwann später werde ich mal eine Folge dazu nutzen, einfach mal alle Bücher vorzulesen. Ha? Wissen ist dem Schwert überlegen. Ihr habt nun schon über 10 Bücher gelesen. Stimmt nicht, ich habe sie mitgenommen. Die Weisen können Einfluss auf die Mächtigen nehmen. Denn Wissen ist nur eine weitere Spielart der Macht. Mit einer Feder kann jedes Schwert beschwungen werden. Und mit Worten können Legionen und Reise zu Fall gebracht werden. Sobald ihr mindestens 100 Bücher gelesen habt, bekommt ihr einen Bonus auf eure Intelligenz. Aha. Na dann fleißig noch weiter Bücher mitnehmen. Ich meine, ihr habt ja gesehen, ich habe die Bücher nur schnell durchgeblättert und dann... Ne? Und jetzt folgt er uns wie eine Klette. Ich habe da gerade diesen alten Bogen gesammelt. Will ich mir den mal ansehen? Eine Angriffsstärke von... Ja, geil! Er ist viel besser als meiner. Dann nehme ich den mit. Ist doch Gläschen. Einmal speichern. Wie immer. Und seht euch den neuen Bogen mal an. Der sieht doch ganz nett aus. Ja. Und Waffe weglegen. Ich habe mir die, das... Ziehen und Wegstecken von Waffen und das Zaubern auf die beiden seitlichen Mauszusatztasten gelegt, damit das schnell geht. Okay, ich werde irgendwann später mal eine ganze Episode dazu nutzen, euch Bücher vorzulesen. Alle Bücher, die ich gesammelt habe, damit wir auch mal ein bisschen über den Hintergrund, die Geschichte von Nerim erfahren, weil... Ich finde sowas immer sehr toll. Ich bin ja auch selbst ein Fantasy-Autor und wenn sich immer so Mühe macht, dann sollte man das auch mal würdigen. So. Hä? Ja. Hä? Oh nein, nicht gut.
So wie ich das sehe, hat Uras mal wieder ein neues Opfer für die Jagd auf seine Paranoia-Fantasien gefunden. Und ausgerechnet euch. Also hört mal zu. Duras ist etwas anders als die anderen hier. Er sieht und hört manchmal Dinge, die es gar nicht gibt. Momentan ist es ein Wildschwein oder etwas in der Art. Wenn ich euch also einen guten Rat geben darf, lasst die Sache auf sich beruhen. Ich hätte sowieso eine viel lukrativere Aufgabe für euch, wenn ihr möchtet. Etwas weiter stromaufwärts haben einige Goblins den Fluss angestaut. Fragt aber bitte nicht warum. Diese penetranten Plagegeister machen nie etwas, das sinnvoll wäre. Der Damm jedenfalls muss dort weg. Und die Goblins gleich dazu. Sie haben sich in einer kleinen Höhle gleich neben dem Fluss eingenistet. Ich kenne die Höhle. Wenn sie dort hocken, wo ich sie vermute, wird es ein leichtes Spiel sein, sie zu überraschen. Wenn ihr mir helft, dann kann ich euch einige Kniffe im Bogenschießen beibringen. Aber falls das nichts für euch ist, nun ja, dann geht doch von mir aus Duras hinterher. Entscheidet euch. Oh je. Aber bitte schnell. Ich habe auch noch etwas anderes zu erledigen. Na super. Jetzt kommt eine Entscheidungssache. Als wir die Abtei verließen, riet mir der Mönch Erik davon ab, Duras zu folgen. Dieser sei angeblich paranoid. Er bot mir an, stattdessen ihm bei einer Aufgabe zu helfen und stellte mir als Belohnung eine Verbesserung meines Bogenschießens in Aussicht. Ich muss mich zwischen den beiden entscheiden. Will ich kämpfen, sollte ich lieber mit Duras gehen. Bin es aber geschickt mit dem Bogen, wäre wohl Erik die bessere Wahl. Aber ihr glaubt doch etwa nicht, was Erik sagt, nein? Ich meine, er will mich immer fertig machen, wisst ihr? Er sagt das nur aus Bosheit. Tut, was ihr denkt. Ihr werdet es schon wissen. Kommt entweder mit, also ich meine zusammen mit mir, oder eben mit Erik. Immerhin lassen die mir die Entscheidung. Okay, dann passt mal auf. Ich mache Folgendes. Ich speichere hier und werde aus dieser Episode oder die nächste, je nachdem, wie ich es cutten kann, einmal werde ich dem Questdrang mit Erik und einmal mit Duras folgen. Beginnen wir also mit Duras. Wir werden also mal sehen, was Duras uns zu bieten hat. Wisst ihr schon, wirklich dort ist es. Ups, sorry, hab ich weggeklickt. Das ist dort irgendwo dahinter. Wir müssen aber, wie gesagt, keine Angst davor haben. Müsst ihr nicht. Okay. Dann sehen wir uns mal um. Wehe, das Wildschwein ist nicht da. Okay. Waffe, nein. Manchmal verwechsel ich die beiden Tasten, die Maustasten, die zusätzlichen. Aha, da kommt er auf einmal her. So, er sagt, hier irgendwo hinter der Abtei ist ein Wildschwein. Ich sehe nur ein Schaf. Ja, ein Schaf. Drei Schaf. Also ich sehe nichts. Was sagt mir die Questkarte? Und wisst ihr was? Das Spiel ist erstaunlicherweise noch gar nicht abgestürzt. Wow. Ah da, okay. Ich hoffe, du kannst schwimmen. Ja, kann er. Auch wenn das ein bisschen komisch aussieht. So. Gibt es sein Wildschwein wirklich? Oder hat er uns nur verarscht? Ich hoffe, ich komme hier hoch. Ha? Ha? Ja. Ja. Das mache ich gerne. Einfach mal so einen steilen Berg hochklettern. Ist gut. Kann man gut als Gymnastik einstufen. Und ich zähle wieder Unsinn. Aber das machen Let's Player nun mal. Dafür werden wir. Nein, nicht bezahlt. Nein, dafür werden wir nicht bezahlt. Aber dafür leben wir und so weiter. Okay, ist das Wildschwein hier? Und ich erzähle wirklich Unsinn, oder? Und der Duras folgt uns gut. Das muss man den Entwicklern lassen. Die haben die
KI-Linien haben die KI-Routinen ganz gut durchdacht. So. Jetzt will ich es wissen. Gibt es seinen Wille 2 wirklich? Da unten? Ja. Ist auch gar nicht Style hier. Moment. Ja, da oben soll das Ziel sein, hä? Hm. Egal. Also hier halt, ja. Dort, seht ihr? Dort hinten. Hä? Das ist kein Wildschwein. Ja. Sie wollen mich fressen! So helft mir da! Was? Okay. Nein, das ist kein Wildschwein. Schnell töten. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ja, kein Wildschwein, aber 2 Luchse. Tja, also, ich hoffe nun ja, dass ihr keine Angst hattet, nicht wahr? Aber ein Wildschwein ist hier irgendwie nicht. Ich fürchte bald. Nun ja, es besteht natürlich die Möglichkeit. Also es wäre möglich. Drück dich aus! Dass es vielleicht gar kein Wildschwein gibt. Es ist möglich, nicht wahr? Hier habt ihr eure versprochenen Tränke. Ach, und ich? Also ich gehe dann mal wieder. War wohl nichts, die ganze Aktion hier. Tja, Was? Was? Habe ich gerade... ja. Da sieht man, wie wenig die Aktion wert war. Also, das ist doch mal eine lustige Quest. Zack. Ja. Ja, er hatte recht, es gab wirklich kein Wildschwein. Ich meine, es traute meine Augen kaum. Doch als Duchat bereits auf dem Rückweg war, stimmte überraschend das Wildschwein aus dem Gebüsch. Es erlegte es. Vielleicht sollte ich Duchat erzählen, dass es doch keine Einbildung war. Das finde ich mal eine gute Quest. Also, es gab das Wildschwein doch. Duchat! Duchat, wo bist du? Habt ihr was zu erzählen? Nein, nein! Die 2 Luchse waren es. Mehr nicht. Nur die 2. Ich bin wohl doch paranoid. Also, ihr geht jetzt besser, nicht wahr? Glaub mir doch. Da war wirklich... Nichts gebracht. Na, wenn er meint... Das hätte ich nicht erwartet. Schade. Aber ich werde schon ein anderer... Das hätte... Okay, und der ist jetzt ein bisschen enttäuscht. Okay. Dann speise ich an dieser Stelle... Karte hier und dann sehen wir uns mal an, was uns erwartet hätte, wenn wir mit Erik losgegangen wären. Also hier haben wir 2 Tränke bekommen. Dann mach ich jetzt einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder an der Stelle mit der Entscheidung. Bis gleich!